Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen jetzt wieder mit der Calcio A. Ich habe mir zwischendurch einen schönen Grey gemacht, einen schönen schwarzen Tee. Der bringt mich ein bisschen auf Vordermann. Bin ich nicht mehr ganz so müde. Wobei beim letzten Mal, als ich es gemacht habe, hat es irgendwie länger gedauert, bis ich dann davon was gemerkt hatte. Aber es ist jetzt nachmittags, von daher ist es nicht schlimm, wenn es erst später kommt. Verträge, Benatia, ich glaube, den behalten wir auf jeden Fall länger als Musaccio, dementsprechend. Wobei, vom Gefühl her, ich würde fast sagen, gefällt mir Musaccio besser als Benatia. So merkwürdig es klingt, ne? Was sagen denn die Werte jetzt auf der Karte? Benatia schneller, bessere Defense, bessere Physis. Und Musaccio ist auch klein. Da ist, glaube ich, 1,80. Benatia ist 1,90 und Musaccio 1,80. Ich verstehe das nicht, aber so vom Gefühl her würde ich halt sagen, dass mir Musaccio häufiger positiv auffällt, was ja nicht so richtig nachzuvollziehen ist. Vielleicht achte ich auch einfach zu wenig auf Benatia oder Benatia ist unauffällig geil. Ich weiß es nicht. Ganz merkwürdig auf jeden Fall. Ach du Gott, der hat den Player of the Month. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Das ist der, den wir letztes Jahr auch hatten. Als Foot Champions, dritte Inform, irgend sowas. Ach ja, Mané, genau, Mané. Sonst war sein Team halt zum Großteil eher ziemlich moderat, aber alleine dieser. Alleine dieser Mané kann natürlich schon einen Unterschied ausmachen. Jetzt kann er ziemlich aggro auf den Ballführer drauf. Gerade. Oh nein! Danke Khedira, wenigstens mal einer damit spielt. Krass, wie Anderson sich da außen durchsetzt. Das konzentrieren wir uns mal ein bisschen. Schade. Also ja, Khedira ist auf jeden Fall ein totales Monster, das können wir jetzt schon mal festhalten. Schöner Schuss von Icardi. Khedira ist auch ständig in der Box drin. Schon wieder Abschluss von ihm, aber diesmal leider nicht rein. Aber auch ein schwieriger Abschluss. Vielleicht macht Khedira mal noch ein Kopfballtor. Okay, Fallrückzieher von Icardi, aber ohne relevante Situation aufs Tor. Begovic, das kommt mir am meisten an, wenn die. Ja, würde ich aber auch sagen, hat er Glück, dass es nicht aus der Linie war und es keinen Elfmeter gibt. Er drückt erstmal Pause, dann nehmen wir die Zeit und trinken einen Schluck Tee. Läuft ganz gut bisher. Aber was sind denn Gameplay-Aufgaben? Absolviere eine Einzelspielerpartie. Aha, okay. Achso, da kann man nachschauen, was die Aufgaben ist. Tagesaufgabe oder so. Ich würde eigentlich gerne meinen Pullover noch schnell ausziehen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Der warme Tee macht es mir einfach zu warm. So. Und so. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall El Sharabi nehmen, der den Freistoß ausführt, weil sonst schießt er wieder mit seinem linken Schwachen, versucht er wieder zu schießen, wo er zwei Sterne hat. Das bringt mir nichts. Aber es war zumindest Begovic, der da einen besseren schwachen Fuß hat. Und Khedira. Es macht wirklich Khedira den Kopfballtreffer. Das ist unglaublich. Und das Krasse ist, es ist ein CPU-Kopfball gewesen. Ich habe den nicht gesteuert.
Also Khedira, die Investition hat jetzt schon sowas von gelohnt. War auch relativ teuer für einen Stream of the Week Spieler, aber ich weiß gar nicht, 48.000 oder so, aber egal, es ist. Ja, Monster, Monster, Monster. Jetzt schon das dritte Tor in zwei Spielen, nice. Er trickst ganz gern mal, wie es aussieht. Aber er kommt halt nicht an Khedira vorbei. Ist halt einfach so. Oh, der Pass war dumm von mir. Scheiße. Hätte ich anders spielen sollen oder können. Keine Ahnung, wie er sich den Laufpass vorgestellt hat. Mané war noch nicht mal ansatzweise durch. Schade. Ich dachte, er antizipiert nicht dahingehend. Das war blöd. Zum Glück ein schwieriger Abschluss. Musacho, ich sag's doch, es ist krass, was der Junge macht. Stellungsfehler. Ich habe mir den Ball nicht vorgelegt, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass der gegnerische Spieler da dann besser rankommt. Schön mit Strootmann. Schlecht verteidigt. Stellungsfehler. Schade. Ja, mit seinen komischen Tricks dann auf engstem Raum, wenn der Gegner schon da ist. Scheiße! Ich dachte, der antizipiert falsch. Schöner Fehlpass. Ah, rennt schon gerne sehr aggressiv auf den Spieler drauf. Wie man sieht. Oh. Ja, ich habe nicht geguckt, ob El-Shaarawy noch im Abseits ist, weil ich dachte, er ist schon lange wieder hergelaufen. Sorry. Dann auch immer die sinnlosen Techniken hier schon wieder viel zu aggressiv. Blöderweise steht halt leider nur 1-0 und das bedeutet, wir haben es noch lange nicht geschafft, diese schlechte aggressive Verteidigungsweise richtig auszunutzen. Dass der Pass nicht ankommt, hätte ich nicht gedacht. Geil gemacht von Felipe Anderson. Das war ein Foul. Ah, mein Glück, dass der nicht reingeht. Wie gesagt, wir müssen uns total ärgern, dass es hier erst 1-0 steht. Weil der Gegner teilweise so schwach verteidigt. Machen wir dran. Hätte man jetzt ein Tor gefressen, wäre es meine Schuld gewesen. Ich muss da rausklären und darf nicht versuchen. Das zählt immer noch zu meiner Schuld. Ich muss da rausklären und darf nicht versuchen, den rauszupassen. Das war einfach mein Fehler. Bin ich zufrieden mit meiner Spielweise. Der Gegner verteidigt schlecht, viel zu aggressiv. Und ich nutze es halt total schwach aus. Zu wenig klare Torschancen bei mir. Ist aber eine ziemlich, ziemlich große Auswärtswand, wenn ich das hier richtig sehe. Okay,
konzentrieren. Vielleicht denke ich diesmal dran, dass ich ja noch ein Mittelfeld, also dass ich ja noch einen Inform Alessandrini habe, den ich einwechseln kann. Paul. Oh. Getunnelt. Kedira. Wer sonst? Schaarabi ist einfach nicht gut mitgelaufen. Wenn er da weiter in den Lauf geht, dann spiele ich ihn nochmal an. Den Ball hat er schön vertändelt. Oh, schade. Das war mal ein guter Angriff wieder. Hat leider nicht gereicht. Oh, Khedira holt eigentlich den Ball. Der letzte Sprint, wo er sich den Ball vorlegt, der war schlecht von mir. Aber wir machen es gerade in der Verteidigung ganz gut. Ja, Khedira ist jetzt nicht so der Dribbler, das darf ich nicht vergessen. Oh, Freund, was mache ich denn? Scheiße, Mann. So, jetzt mal ganz in Ruhe wieder ein schöner Spielaufbau. Man hat aber nicht gerechnet, dass ich hier so durchziehe mit Lichtsteiner. Macht er gut, aber ich noch besser. Das war okay. Ach man, dieser scheiß Mané, aber gut, es war auch, wie gesagt, ich bin gerade nicht so gut, wie ich spielen könnte. Das hat sich irgendwie angekündigt, der Gegner spielt schlecht, aber ich nutze es halt nicht aus. Meine Angriffsspiel ist so schwach. Mein Angriffsspiel ist so schwach. Oh man, natürlich macht dann dieser Mané das Tor da rein in der Situation. Wenn er mal konsequent meine Angriffe spielen würde, nicht solche dummen Fehlpässe produziere, seine schlechte, viel zu aggressive Verteidigung ausnutzen würde. Ja, schon wieder so ein beschissener Ballverlust. Aber egal, müssen einen Tor schießen und gewinnen das Spiel. Von daher konzentrieren. Macht er leider gut, nachdem es Ast wieder schlecht gemacht hat. Das ist krass, dass der Pass so kommt. Sehr gut gespielt, der Pass von ihm. Schlecht verteidigt von mir. Und ja, wenn ich das verliere, dann eigene Schulden und zu Recht. Aber noch ist nicht vorbei.
Kedira ist doch gut, aber hat keine Power mehr, oder? Ja. Ich muss nach Fitness gehen. Unglaublich schlecht, wie ich hier spiele. Wie gesagt, das Spiel muss ich eigentlich gewinnen. Schwach. Was vor allem, also wir machen es defensiv ganz okay, aber wir haben zu wenig Entlastung. Wir machen es einfach nach vorne total schlecht. Und rein von der spielerischen Klasse her ist es ein unverdienter Sieg, wenn der Gegner gewinnt, aber von dem, was ich halt gerade spiele, ist es verdient. Und das Tor hat auch gut rausgespielt auf jeden Fall. Geht auch direkt auch sehr offensiv. Schade. Martial eingewechselt. Oh, den Ball hat man doch eigentlich schon. Ich sehe nicht, wohin geht. Tot mein, zum Glück habe ich ihn nicht gewechselt. Mach den Ausgleich hier, schöner Distanztreffer. War aber halt auch mal wieder ein anständig zu Ende gespielter Angriff. Jetzt machen wir schnell noch eins und gewinnen das in regulären Spielzeit. Nice Luck. Das macht er leid. Doch gut. Oh, das macht er leider gut. Das hat er leider richtig gut gespielt. Fuck, Mann. Oh, scheiße. Dieses beschissene Dribbling, scheiß Kack, Fick 18 Spiel. Kotzt mich das an. Das macht irgendwelche behinderten Scheißtricks. Danke, dass du so langsam bist, nicht dem Ball entgegengehst und wir deswegen jetzt ein Kontertor fressen werden. Jetzt läuft aber gerade auch ein Tick gegen mich hier. Fuck you! Oh Mann, das regt mich auf, dieses Spiel zu verlieren. So beschissen dumm von mir gespielt. Richtig scheiße einfach nur. Auf zum nächsten Spiel. Och, das ärgert mich vielleicht. Selbst wenn wir jetzt in die Verlängerung gegangen wären. Oh, wir haben die Kohle. Sehr geil. Wir können uns Last Bender holen. Den Scream of the Week Last Bender. Hoffen wir mal, dass es gerade einen Preiswert gibt. Okay, es gibt gerade ziemlich viele für den Preis. Vorhin gab es nicht so viele. 25.000. Gibt es durch Zufall einen schon mit Chemist Freestyle Shadow? Krass, dass es so viele für den gleichen Preis gibt und dass die nicht wirklich billiger geworden sind. Das ist ein bisschen ärgerlich. 27, 26, 5, ja, da ist das billiger. Mit 13 Verträgen. Ich meine, Shadow kostet halt nochmal 5.000. Bin ja mal gespannt, ob er jetzt genauso durchdreht wie Scream of the Week Kedira.
Ach, das letzte Spiel ist ärgerlich. Mann, Mann, Mann. Ich bin auch immer noch ein bisschen müde und kaputt. Ich merke das. Es ist noch nicht 100% Konzentration da. Ich gucke gerade, ich glaube, ich schaffe dann noch zwei Spiele. Also noch eine Aufnahme nach dem hier. Und das war's dann wahrscheinlich erstmal wieder bis Sonntag. Fitness 92. Ich glaube, wir haben genügend Fitnesskarten, dass wir ihm hier so eine Bronze-Fitness geben können. Okay, Lars, dann drehen wir bitte genauso durch wie das. Der gute. Ach, das letzte Spiel, ey. Mann, 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 Mann. Ich habe auch einfach nicht gut verteidigt gegen seine dummen Triplings, gegen seine dummen Tricks. Ich hätte viel besser verteidigen können. In den richtigen Situationen hätte ich einfach mehr abwartender verteidigen müssen. Nee, ich will nicht mit schwarzen Hosen spielen. Mist, das ärgert mich. Das ärgert mich. Also das. Ich weiß nicht, die Spiele, die. Ich kann mich immer nicht entscheiden, was mich mehr nervt. Die Spiele, die man unverdient verliert. Oder die Spiele, die man zu Recht verliert, aber nicht, weil der Gegner einfach viel besser spielt, sondern weil man selber einfach scheiße gespielt hat. Das ist auch eher ein schwaches Team. Es hat so gut wie jeder Spieler Basic Chemistry Style, nur die Angreifer haben, nur die Stürmer und der ZOM haben Chemistry Styles, also das ist wirklich ein sehr schwaches Team. Rechtsverteidiger ist ja noch nicht mal selten. Hoffen wir mal, dass er auch nicht gut spielt. Aber da ich gerade das Spiel verloren habe, ist es vielleicht auch vom Matchmaking jetzt so, dass ich jetzt erstmal wieder einen schwächeren Gegner bekomme. So, konzentrieren. Und vor allem besser verteidigen. Das Problem war halt, ich habe mich einfach nicht gut gegen seine Triplings angestellt. Wie gesagt, der hat eigentlich viel zu aggressiv und dadurch auch schlecht verteidigt. Das war eine schlechte Ballannahme von Kramaric, aber ich konnte es nicht ausnutzen und selber habe ich zwar eigentlich teilweise ganz gut verteidigt, aber ich hätte noch besser machen können. Definitiv. Sehr gut, genau das wollte ich abfangen mit Lars. Achso, Ballkontakt vom Scream. Bin mal gespannt, ob ich. Da soll der Ball nicht hingehen. Ob ich eine große Veränderung mehr. Man ist halt auch nur ein Plus 1, das ist halt keine Inform. Sehr gut, das Schmelzer da, aber das war, denke ich, auch, weil ich Druck gemacht habe mit Brand. Ich dachte, wir nehmen ihn mit. Smalling, nicht mehr ganz so beliebt wie letztes Jahr. Geiles Dribbling mit Werner. Leider danach der Schuss geblockt. Tolisso bisher eher unauffällig, hatte schon ein, zwei gute Aktionen, aber war jetzt nicht so mega krass. Schön getribbelt mit Werner, aber Werner lässt sich auch gut dribbeln und ja, gut, das ist dann einfach ein leichter Abschluss. Vor allem in FIFA 18. Na toll, jetzt haut natürlich mein Headset ab. Oh, fuck. Mal Pause drücken. Schauen, ob ich irgendwie jetzt den Sound wieder hinbekomme. Toll, ich höre halt nichts. Jetzt habe ich es nur auf dem linken Ohr. Ich glaube, jetzt passt es wieder. Okay, schönes Tor von Werner auf jeden Fall. Wie gesagt, hier war der Schlüssel nicht der Abschluss, weil der Abschluss war eigentlich eher leicht in der Situation, aber das Dribbling war sehr gut. Ich denke aber, der Gegner verteidigt auch nicht so gut. Timo Werner. Gefällt mir bisher gut, aber ich sag mal,
Hat jetzt noch kein pacing Tor geschossen. Und ich glaube, vom Dribbling her war Volland vielleicht sogar einen Tick besser. Hat ja auch mit Sniper dann, glaube ich, 99 Dribbling gehabt oder so. Also ich habe jetzt noch nicht gemerkt, dass er insgesamt geiler ist, aber jetzt haben wir ihn auch nicht so lang und Volland war jetzt auch nicht wirklich schlecht. Aber naja, Gegner verteidigt schwach. Ich hatte leider keinen Platz mehr, um noch einen Schritt zu gehen und es war einfach zu weit weg, um hier flach abzuschließen mit Tolisso. Ich weiß, die meisten würden da flach abschließen, aber ich denke mal, bei einem stärkeren Spieler, dann macht es auch Sinn, aber wie gesagt, waren wir da irgendwie zu weit weg und da nehme ich dann lieber den normalen Abschluss. Schön gemacht von Werner. Fühlt sich auf jeden Fall agiler an. Logischerweise hat er dann auch etwas ein kleines Upgrade auf Dribbling und so. Und Agilität. Und das kommt mir schon so vor, als wenn ich das hier merken würde. Kann auch erstmal Einbildung sein. Vielleicht ist auch gerade nur, weil er noch am Anfang des Spiels eine schöne Fitness hat. Ah, ich dachte, leider hat Tolisso da Probleme mit der Ballannahme. Ich dachte, ich kann jetzt hier mal einen Distanzschuss mit ihm aufziehen. Das hat leider nicht funktioniert. Schwacher Pass von ihm. Läuft mit. Kramaric bricht dann auch den Lauf schlauerweise ab. Ich hatte ihn geschickt, aber dann ist halt der Gegner mitgelaufen und dann bricht Kramaric ab. So soll es auch sein. Brandt hat echt ein geniales Dribbling. Okay, der Abschluss war ein bisschen lucky. War eigentlich relativ schwer, Vorlage Werner. Aber der Gegner verteidigt wirklich ultra schlecht. Also, ich kann so leicht durch seinen Strafraum dribbeln. Der ist wirklich, also. Das macht er ganz, ganz schwach, tut mir leid. Super schwerer Abschluss hier aus der Drehung, quasi No-Look-Schuss, weil er schließt ja schon ab, während er sich dreht. Also, er entscheidet sich schon mit dem Abschluss, bevor er es sieht. Und dann halt auch flach ins lange Eck. Also ich denke, wenn ich hier noch ein, zwei Tore schieße, dann bricht der Gegner ab. Vor allem habe ich eine Weekend League Zusammenfassung gesehen von einem YouTuber und ich weiß gar nicht, ob es die erste war oder die zweite. Ich glaube, es war sogar die erste Weekend League. Und also er hat, glaube ich, PlayStation gespielt oder Xbox, ich bin mir nicht ganz sicher. Das Krasse war aber halt, der hat da ständig irgendwelche. Schade. Das war nicht gut ausgespielt von mir. Der hat da ständig irgendwelche Abbrüche gekriegt. Ich habe so gut wie nie Abbrüche. Da führt man 4-0 oder 4-1 und der Gegner bricht dich ab. Und der hat Abbrüche gehabt, teilweise 2-0. Erste Halbzeit, 20. Minute. Wo noch nichts los ist in FIFA 18. Nach einem 2-0 in der 18. Minute oder 20. Und er bekommt da die Abbrüche. Ich meine, man will im Endeffekt ja auch immer die Abbrüche haben. Da hat man einfach weniger Spiele. Und aber, nee. Bei mir halten die Gegner durch und bei ihm haben ständig irgendwelche Abbrüche gehabt. Also ständig ist es vielleicht auch ein bisschen übertrieben, man übertreibt ja gerne, aber es war einfach sehr auffällig. Ich meine, wir hatten noch keinen einzigen Spielabbruch bei. Oh, krasser Pass. Kurz konzentrieren. Schade. Wir hatten noch keinen einzigen Abbruch bei einem 2-0 in FIFA 18. Und super oft bei einem 3-0, selbst in der ersten Halbzeit, wird auch nicht abgebrochen. Schlecht mitgelaufen mit Schmelzer, geht auf meine Kappe. Und dann zum Glück ein schwacher Abschluss. Sah aus, wie als wenn er da mit einem schwachen Fuß schießen würde. Weiß ich nicht, ich kenne den Spieler jetzt nicht so gut. War auch, also das ist, glaube ich, auch ein 75er mit Basic. Ach ne, Quatsch, der hat den Champions League Style Engine, glaube ich. Engine! 75er Stürmer, der wahrscheinlich einen miserablen Abschlusswert hat. Hat Engine drauf, aber wahrscheinlich hat er den mit Engine schon gekauft gehabt. Ich glaube nicht, dass er den. Ja, oh, schlecht gespielt von mir. Krasse Parade von Werner, von Fährmann. Den kann er da, denke ich, über den Torhüter drüber lupfen. Aber ich spiele eigentlich auch nie mit Lupfen. Ich merke auf jeden Fall, dass ich den Gegner nicht wirklich ernst nehme, viel zu viel Quatsch. Und dadurch auch nicht so gut spiele. Ich meine, ich führe auch 2-0 und ich glaube auch nicht, dass hier was anbrennt, aber ihr kennt ja die Arroganz. Und dann ist ganz schnell mal ein 2-1 und dann plötzlich noch ein Lackertor zum 2-2 und schon, ja, fragt man sich, was ist hier los. Deswegen, ich sollte mal ein bisschen ruhiger sein und erstmal das 3-0 schießen. Und dann können wir wieder quatschen.
Schön gemacht mit Toprak. Dass der Abschluss so gefährlich kommt, hätte ich nicht gedacht. Schön von Fährmann und Werner bekommt den Ball. Och Mann, der ist wieder so schlecht draufgerannt. Ich hätte auf jeden Fall oben durchziehen können. Ob ich dann zum Tor komme, weiß ich nicht, weil da waren noch ein Spieler, aber ich hätte auf jeden Fall durchziehen können. Aber naja, pfeift's ab. So, jetzt auch mal das dritte Tor schießen. Dann bin ich mal gespannt, ob der Gegner abbricht. Aber ich habe wieder das Gefühl, der bricht wieder nicht ab. Da kannst du 5-0 stehen. Scheiß drauf. Brandt hat, glaube ich, noch kein Tor geschossen. Hat einmal im ersten Spiel, glaube ich, direkt Riesenchance dazu gehabt. Boah, ganz schwach ausgespielt. Der muss erklären. War auch abseits, soll auch nicht dahin gehen dabei. Ja, die Kimmich schon fast den Ball. Und hier schenken wir gerade dem Gegner ein Tor. Herzlichen Glückwunsch. Ach, was war denn das für ein Pass von mir? Oh Gott. Ach du Scheiße, wie unglaublich arrogant gespielt von mir. So, jetzt konzentrieren wir uns mal. Schade. Wie schlecht von mir gespielt. So ein geschenktes Scheißtor. Vielleicht noch mal dribbeln sollen. Wie gesagt, Werner hat auch nicht den besten Distanzschuss, leider. Ich hab's gesagt, habe ich nicht gesagt? Plötzlich steht es 1-2, dann macht der Gegner ein Lagertor, steht 2-2, man fragt, was ist denn hier los? Genau so kommt's. War ein scheißes Spiel wieder. Oh, fuck you. Egal, wir konzentrieren und wir verlieren nicht diese 2-0 und verlieren jetzt nicht mal das Spiel. Fährmann hätte den Ball sowas von gehabt, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre. Komplett unverdient auf jeden Fall. Aber Gegner spielt schlecht, ich spiele viel besser und wir müssen uns einfach konzentrieren und dann machen wir das 3-2. Und dann haben wir hier wieder eine schlaue erste Halbzeit gespielt. Konzentrieren. Genau die Schwächen des Gegners ausnutzen. Er spielt schlecht in der Verteidigung. Wir können dribbeln. Flacher Abschluss ins lange Eck. Guter Abschluss, weil war ja auch noch relativ weiter Schuss. Werner. 3-2, okay, Werner sieht überhaupt nicht aus wie Werner, sehe ich gerade. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Noch zu unbekannt wahrscheinlich. Ich würde mal behaupten, spätestens nächstes Jahr ist er dann besser animiert. Also nächste Saison, wenn er so weiterspielt wie bisher, aber davon gehe ich aus. So, wieder defensiv und jetzt nicht wieder arrogant werden, sondern das Ding jetzt weiter gut spielen und ein 4-2 machen.
Oder halt einfach das 3-3 fressen, weil wir in der Verteidigung wieder komplett scheiße stehen. Und er macht halt seinen Spasti-Tanz da. Nice. Egal, egal. Echt schlecht verteidigt da mit Toprak. Anstatt mitzulaufen. Konzentrieren uns, schießen das 4-3. Ich wechsle mal Alessandrini ein. Ich glaube, Brandt hat genug gemacht. Brandt fühlt sich auf jeden Fall geil an und auch viel geiler als Kramaric. Yes, da lasse ich mal noch. Würde ich dann vielleicht eine Verlängerung einwechseln. The Visitors. Das darf doch nicht ankommen. Er spielt jetzt auf jeden Fall besser im Angriff, muss man zugeben. Als am Anfang noch. Foul, okay. Oh mein Gott! Was für ein geiles Ding! Was für ein geiles Ding! Und wie geil auch, dass direkt Alessandrini kommt, der da diese Traumvorlage spielt. Ja, geile Wiederholung, da sieht man ja gar nichts. Und dann Volley das Ding reingebummt, ey. Jetzt müssen wir aber hier gewinnen. Come on, Baby. Was für ein Traumtor von Arangis und was für eine geile Vorlage von Alessandrini. Ach komm, wir müssen das gewinnen. Ich würde mich so ärgern, das zu verlieren. Das haben wir gut verteidigt diesmal. Alessandrini Monster. Krasser Abschluss von Werner. Meiner Meinung nach auch relativ schwieriges Tor. Und damit Deckel 5-3. Also verdient gewonnen auf jeden Fall. Aber es hätten wir viel souveräner spielen können. Die drei Tore waren auf jeden Fall. Außer das eine war halt Lackertor. Das ich glaube ist 2-2. Aber die anderen beiden Tore, die hätten nicht fallen dürfen. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass wir hier... Also ich hätte mich so geärgert, wenn ich das Spiel verloren hätte. Oh mein Gott, wäre das ärgerlich geworden. So, schaffe ich mir jetzt noch zwei Spiele? Oh, das wird knapp. Ich überlege gerade, ob ich zumindest noch eins schaffe. Also eins müsste ich eigentlich noch schaffen. Ja, ich mache jetzt noch eine Aufnahme mit einem Spiel.
Tore, dreimal Werner, krass, krass, Vorlagen zweimal Arangis. Seit man Werner hat noch mindestens eine Vorlage. War klar. Schmelzer, Bender, Alessandrini, Arangis. Werner, also fünf verschiedene Vorlagengeber. Ja, ich würde sagen, Werner hat mir auf jeden Fall jetzt in dem Spiel gezeigt, er hat einen richtig geilen Abschluss. Also das waren wirklich schwierige Abschlüsse dabei. Deswegen, doch, doch, das hat mir gefallen. Ich will mal schauen, was er jetzt direkt von der Scorerwerte hat. 3 Spiele, 8 Scorerpunkte, 5 Tore, 3 Vorlagen, nice. Und Bender hat mir auch direkt gefallen. Toprak. Toprak gefällt mir in letzter Zeit auch besser, aber trotzdem würde er gehen. Kinder gefällt mir einfach noch ein Tick besser. So, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.